So, Kay Simon, Tom Elias, heute im Special. Zeit gefunden hast, dass wir uns. Hallo Simon. Servus. Du, hörst du mich gut? Passt das alles? Ja, ich höre dich. Du mir auch? Ja, funktioniert wohl. Okay, super. Nice. Ja, du, viel hat sich getan, oder, die letzten Tage? Ja, Wahnsinn. Ja. Ich war ein Dash. Gestern knackt einfach einmal die 100 Dollar, was geht ab? Ich habe zwar erwartet, dieses Jahr die 100 zu sehen, aber ich sage einmal, im ersten Quartal, wer hätte damit gerechnet, oder? Ich meine, das wären die kühnsten Erwartungen gewesen, aber wie gesagt, ja, es zeigt, wir sind am richtigen Dampfer, oder? Fix. Du hast ja mit dem Thema Dash also, jetzt die letzten Wochen ziemlich intensiv auseinandergesetzt, was ich mitgekriegt habe, oder? Ja, also ich verfolge immer die News von Dash. Es gibt Mittwoch immer Dash Detailed. Am Freitag jetzt da und ich bin total in dem Thema verstrickt. Also ich bin 2 Stunden am Tag, hänge ich nur im Dash drinnen, im Slack mit den Entwicklern, fragt irgendwelche Sachen, was ich nicht weiß. Und es ist einfach voll cool, voll coole Community. Wir haben sogar einen Altcoin-Channel, ja, da ist der Bitcoin drin. Also wenn man über Bitcoin redet, redet man im Altcoin-Channel drüber. War geil, ja. Ja, stark, stark. Das heißt, du bist da immer up to date jetzt, oder? Was das Thema Dash im Endeffekt angeht. Ich bin voll up to date, ja. Ja, das ist klasse. Ja, was wollen wir machen? Wollen wir uns einmal ein bisschen von Market-Trap anschauen oder so? Ich möchte heute eigentlich das nutzen, mit dir da zu sein, weil du einfach ein wahnsinnig hohes Verständnis auch von Dash hast, zum Beispiel. Eben durch das, dass du eben da in die ganzen Communities drin bist, so viel Zeit investierst. Du bist da einfach immer up to date und ich würde heute den Call gern nützen, um einfach unsere Avalon Community einfach mal ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, zu verstehen, wieso das mit Dash jetzt so passiert ist. Wieso das nicht rein jetzt Zufall ist, ja? Welche Faktoren, sage ich mal, schon irgendwo dafür gesprochen haben, dass das in diese Richtung geht. Weshalb ja natürlich wir in der Community auch jedem einfach den Tipp gegeben haben und promotet haben, hey, Dash ist ganz wichtig, ja, da kommt was Großes, das ist höchst unterbewertet, Anmerkung, Bitcoin, bla bla bla, ja. Wie wir im Dezember gesagt haben zu den Leuten eben noch, wo Dash, was weiß ich, unter 10 Dollar nochmal kurz gerutscht ist, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt nachzulegen, ja. Und dann möchte ich einfach auch noch weitergehen und das Thema besprechen mit dir, was ja Dash auch so besonders macht mit diesen Masternodes, ja, und einfach lass uns über die Themen ein bisschen reden. Bitte sag uns da einfach auch die ein oder anderen hilfreichen Webseiten und Links, wie man da einfach vorgehen kann. Das wäre Wahnsinn, denn ich glaube, es sind sehr viele Leute halt da, die das Ganze einfach brennend interessiert. Ja, gerne. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe dir ja gestern gesagt, ich habe ein paar Screenshots gemacht, ja. Ja, stark, ja. Also wenn wir die Tipps von Avalon, was wir gekriegt haben, was wir zwar promotet haben in der Community, wenn man die annimmt, zeige ich euch, was da möglich war in den letzten Wochen, ja. Nice. Also ich freue mich, dass ihr euch... Ja, Bilder sprechen, 1000 Boote. Ja, passt, Alter. Share your screen. Okay. Sag uns, wo der Bartel in Most holt. So, dann machen wir das einmal da ein bisschen auf. Wie siehst du mein Bildschirm? Holla, ja, da sehe ich schon. Das schaut nach Exodus Wallet aus. Dash. Bam. Da stehen 9000. Ich habe leider kein Bild gemacht. Am Anfang von der Zeitspanne, von der, was wir jetzt reden, also die letzten 2 Monate ungefähr. Ja. Ich habe leider kein Bild gemacht am Anfang. Wie du siehst, ist das jetzt schon am 10.3. Ja. Also vor 6 Tagen ungefähr um 22.23 Uhr. Ich habe auch noch so einen Screenshot. Ja. Der ist vom Dezember. Und jetzt, pass auf. Schau mal. Ich habe gesagt, das ist 10.3., gell? Ja, Mann. Ich bin da all in Dash gegangen, ja? Ja. Aufgrund von meinem Wissen und auch von dem, was in der Community kommuniziert worden ist. Ich erinnere, ja. Weil ich mir denke, hey, eine Bitcoin-ETF-Entscheidung steht am Freitag an. Und ich habe mir gedacht, hey, die Finanzmärkte, also die, was das überhaben, sind einfach so unverständnisvoll für einen Bitcoin oder irgendeine kryptische Währung, weil sie selber nichts drauf verdienen, weil das eigentlich Freiheit für die Menschheit bedeutet, ja, dass sie es nur ablehnen können. Ja. Aufgrund von der Tatsache und auch von dem, was ich gesagt habe, was die Community alles kommuniziert hat und mir zwar, bin ich all in Dash gegangen einfach einmal. Ja. Sehr clever. Und schau, was passiert. Wie viele Tage?
Was ist das? Das war am nächsten Tag am Nachmittag. Da war die ETF-Entscheidung gerade einmal an. Da war die ETF-Entscheidung noch nicht einmal getroffen. Ja. Am nächsten Tag am Nachmittag. Kannst du nochmal zurückgehen? Und vorher, was? Am nächsten Tag am. Und wie du siehst, ich habe 100% Dash in meinem Wallet drinnen. Ja, ja, geil. Ich meine, da habe ich noch Ethereum ein paar, aber die kriege ich von irgendeinem Mining her, was ich irgendwann einmal bestellt habe. Ja, gibt schlimmer. Das, ja, als jeden Tag digitale Dash bekommen, egal wo. Ja. Und jetzt pass auf. Gestern. What the Dash? Brutal, Mann. Gestern. Da war Dash gerade auf 99 oder 98 Dollar, ja. Ja, gratuliere. So, ja, genau so. 199,70 Dash oder so, ja. Und ja, da muss ich noch eine ganz lustige Geschichte noch erzählen. In den Dash Detailed, was die Amanda B. Johnson da immer ausstrahlt am Mittwoch, ja, da gibt es immer News. Und da haben sie einen Wettbewerb ausgeschrieben und deswegen habe ich mich dann bei Slack angemeldet eigentlich. Okay. Und da haben sie gesagt, ja, wenn du jetzt um 500 Dollar Dash kaufst auf Bitfinex, weil die Börse gerade gestartet ist, also die Börse selber nicht, aber Dash ist verfügbar gemacht worden zum Traden dort. Und andere weitere Sachen, auf das gehen nachher nochmal ein. Durch das ist ja der Kursanstieg so passiert. Ab 500 Dollar? Damn! Ich 500 Dollar. 500 Dash? Nein, nicht 500 Dash. Pass auf, für 500 Dollar hast du einen Dash gekriegt und wenn du einen 1000 Dollar Dash gekauft hast, das war der Wettbewerb, hast du zwei Dash gekriegt. In dem Moment waren die zwei Dash, was ich gekriegt habe, 90 Dollar wert. Ja? Und jetzt sind es 190 oder 200 Dollar wert. Ja? Vor einer Woche krieg am Mittwoch. Ja? Ja, Mann. Ja, hey, an der Stelle einfach einmal danke, Tom. Danke, Thomas. Danke, Avalon. Rock on. Ich meine, man sieht einfach, dass das einfach, weißt du, schon, sorry für den Ausdruck, aber arschgeil, oder? Weil man sieht, dass einfach es das von Anfang an einfach alles analysiert worden ist und genau die richtigen Schritte getätigt. Ich meine, wir haben uns, Avalon hat sich einfach von vornherein genau richtig positioniert, oder? Ja, und die Sorge ist, Avalon verdient ja nichts drauf, indem sie uns die Tipps geben, ja? Ja, oh, nochmal geiler. Das sind Gratis-Tipps, ja. Ich meine, das ist bei uns sowieso in der Lizenz dabei, ne? Right. Es ist Wahnsinn, ja. Ja, ja. Also was wir da für einen Mehrwert kriegen, das ist eigentlich unbezahlbar. Die Lizenz müsste dann mal fünfmal so viel kosten, als du mich fragst. Ja, das haben wir eh schon gesagt. Klar, das ist mit Geld eigentlich nicht aufzuwiegen, das ganze Wissen. Ja, das ist so. Schau da her einmal. Ja. Der Dashboard, gell? Ein Community-Member, also ein Admin in der Gruppe, hat in Dashboard gesagt, er soll mir zwei Dash schicken, gell? und da habe ich dann mit Dashboard geschrieben. Geil. Ja. Und just received zwei Dash. Ja, und da habe ich meine Dash gekriegt. Geil. So geil, oder? Voll Automatik. Voll cool. Dash. Ja, nice. Schickst du mit einer Maschine und die Maschine schickt dir einfach deine Dash um. Ja, siehst du es? Ich finde es cool. Ja. Zwei Dash, du. Sehr schön, sehr schön. Ja. Ja, geil. Ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das ist total sehr gut. Und da bist du nachher durch die Leute. Mit dem bist du jetzt so mit vielen in Kontakt, denke ich, oder? Ja, mit dem bin ich im Kontakt. Im Slack, ja, cool. Ich habe auch schon mit einer, ich habe auch schon Evolution Wallet ein bisschen einen Einblick gekriegt, ja. Nice. Auf ja, das wäre spannend. Das kommen wir auch später zum Sprechen. Ich habe euch vorher gesagt, ich möchte euch zeigen, warum der Kurs eigentlich so gestiegen ist, ja. Mhm. Und zwar, da habe ich noch ein Foto gemacht. Vom Alltime High. Beautiful, beautiful. Ja, einfach dreistellig. Habe ich schön erwischt. Bis auf 7 Cent, da unten sieht man es. Das High war 102,45. Ja, sauber. Da habe ich wieder gekämpft. Ja. Und das Low an dem Tag war 78 Dollar. Ja. Und da fragen mich Leute, ob sie Dash kaufen sollen. Und ich habe gesagt, klar, kauft Dash. Ich meine, hallo, die 100 ist keine Frage mehr. Ja. Wir warten nur mehr auf die 1 Milliarde Market Cap. Ja. Damit wir, dann haben wir einen Preis ungefähr von 135, 136 Dollar. Ja. Das ist nur mehr eine Frage der Zeit. Es wird passieren, definitiv. Ich weiß nur nicht, wie lange es dauert, wie ein paar keine Glaskugel da haben oder so. Ja, meine ist auch gerade durchgeflogen zur Zeit. <der Part. lacht> Ja, na, echt arg, arg, arg. Nein, aber es ist eben schön, man weiß, es ist hier nicht Stopp. Ja. Ich meine, der Coin ist einfach hochpotent, sagen wir einfach einmal.
Und ja, lass uns ein bisschen drüber fachsimpeln, wie, wo, was, warum eigentlich das jetzt so passiert ist. Ich meine, es ist lässig, dass wir sagen können, hey, wir sind einfach mit einem Konzept am Start, von Start am Start, wo wir uns einfach in dieser Blockchain von Dash einfach gleich massiv aufgestellt haben, oder? Ja. Ich meine, das hat ja auch natürlich über diese Masternode-Geschichten Vorteile, ja? Wir sind ja im Dash-Mining, können wir uns ja mal anschauen, vielleicht über Coin Market Cap oder sonst was. Wo gehen wir denn gerade um beim Mining? Warte mal, ich habe das eh übrig gespeichert alles. So, da ist der Link. Da ist die Dash Blockchain Explorer. Und da sieht man, Avalon Live ist zurzeit Dritter. Ja. Ich find's verdammt cool, ja, weil wenn wir am Start gegangen sind, ich habe noch keine Mining-Firma gesehen, was in einem Monat es geschafft hat, auf die Top 3 zu kommen und sie dort langfristig zu etablieren. Ja. Wir sind nämlich seit 3 Wochen nach Start sind wir in die Top 3 drinnen. Meistens sind wir sogar Erster. Ja. Und es ist Wahnsinn, ja. Also es ist, da hat sich jetzt die letzten Wochen, Monate natürlich auch nochmal extrem viel getan, gell? Da beim Mining, da haben wir schon natürlich auch zur richtigen Zeit schon aufs richtige Pferd gesetzt. Das ist einfach irre, wenn man sich die Zahlen, Daten, Fakten anschaut, was sich da die letzten Wochen getan hat, oder? Ja, immer genau sowas, oder? Genau solche Charts. Ja. Punkte Mining. Da hat Avalon angefangen zum Testen. Da sind wir irgendwann... Das ist die Hash Rate. Genau. Sprich, die ganze Rechenleistung im Netzwerk auf der Blockchain von Dash. Ja. Da sieht man, was ist die Zeit? April 2014 bis Jänner. Also, es war vor mir eingestiegen? August, 25. August sind wir mit Mining eingestiegen. Ja, genau. Bei da. Avalon, gell? So genau, da. Okay. Genau da haben wir live geschaltet. 767 Gigahash, 600, 700 Gigahash, so irgendwas, ja? Ja, genau, 750 ungefähr waren wir bei Start. Da haben wir die Anlagen einmal getestet, ja? Ja. Also, da hat Avalon die Anlagen für uns einmal getestet. Und da sind wir dann live gegangen, wo wir als Lizenzpartner und Kunden Mining bestellen haben können. Ne? Right, ja, yeah, right. Und seitdem, hey, das ist eine Vervierfachung, Verfünffachung fast. Wo stehen wir jetzt? 3,3 Terahash. Ja, so ungefähr, ja, 3,3 Terahash. Okay. Und wir waren am Anfang 600 oder 500, 600. 3,3 Terahash sind 3300 Gigahash für alle, die da noch ein bisschen Schwierigkeiten haben. Und voriges Jahr um die Zeit, ja. Das bockt man überhaupt nicht eigentlich. Da haben wir 100 gehabt. 100 Gigahash. Da war der Dash einfach flat. Ja, ich meine, das ist halt auch etwas, was ich aus der Kurve rausließ, ist halt auch so. Ich meine, Dash ist zwar ein hochpotenter Coin, im Endeffekt über die technische Seite, was er kann, ja, oder? Von Blockchain-Geschwindigkeit und so. Aber natürlich, eben, es ist halt so, dass die ganzen Leute jetzt heutzutage Blockchain verstehen oder programmieren oder sonst irgendwas. Das sind einfach keine Leute, die große vertriebliche Fähigkeiten meistens haben. Die Fähigkeiten liegen einfach woanders im Schwerpunkt, im Programmieren, im Denken, im Verstehen von dem Ganzen. Aber ja, ich meine, ich sage so, es ist Dynamit, wenn man vertriebliche Power-Netzwerk plus Kontakte zusammenführt und die Vision verstehen lässt, dann kommt sowas raus, oder? Ja, also wir haben da volle Competition gestartet eigentlich. Wir haben den Markt erst noch richtig attraktiv gemacht für die anderen. Und jetzt können wir mit allen anderen um die Dash raffen, aber wir werden sicher gewinnen langfristig. Ja, sicher. Ich meine, muss ich mal überlegen. Ich meine, wir haben die Zeit schon genutzt, wo davor im Mining nichts los war. Ich meine, überlege mal, wer die Dash da natürlich gemeint hat, wo auch natürlich viel Masternodes liegen jetzt, ja? Ja. Das führt uns eh noch ein vergeiles Thema mit den Masternodes. Ich meine, das ist ja einer der Hauptgründe, wieso Dash eigentlich im Moment als die potenteste Blockchain für Zahlcoins da außen eigentlich gilt, oder? Darf man das so sagen? Das ist ganz richtig, wie du sagst. Also Bezahlcoin sehe ich derzeit nur in Dash. Alles andere ist zu langsam oder eigentlich nicht als Bezahlcoin wirklich gedacht. Ja. Ich meine, du hast natürlich jetzt schon einen Einblick gekriegt ins Evolution Wallet, oder? Ich kann dir was sagen. Punkto Bezahlcoin ist auch einer der Gründe, warum Dash jetzt so einen massiven Preisanstieg gehabt hat. Also erstens einmal, weil der Chart einmal da... Ja, die Hashrate geht auf, also brutal, ja. Je mehr meine, desto mehr
steigt auch der Preis. Und der Preis, hat man jetzt gesehen, ist einfach nachgezogen. Ja? Und warum ist der Preis noch nachgezogen? BlockPay zum Beispiel ist ein Dienstleister wie BitPay. Ja. BitPay ermöglicht Händlern, Bitcoin-Zahlungen entgegenzunehmen. Ja? Mhm. Also BitPay kümmert sich darum, dass die Bitcoin einfach in das Papiergeld, also in Fiat-Währung wieder umgewandelt werden und denen aufs Konto geschickt wird. Okay. Und es ist halt praktisch und es kostet fast keine Gebühren. BlockPay ist das Gleiche, nur mit 8 verschiedenen Coins, unter anderem auch Dash seit 2 Wochen. Ja. Sehr nice. Also seit 2 Wochen ist Dash da drauf. Das heißt, am Markt ist Dash jetzt verfügbar und es wird auch benutzt. Und je mehr Kryptowährung benutzt wird, desto mehr ist interessant. Und Angebot, Nachfrage kommen wir nachher noch dazu, weil da spielen Masternodes ein großes Thema. Und somit haben wir mal die Nachfrage und Angebot wird aber eigentlich immer reduziert, beziehungsweise ist bei Dash sehr klar. Ja. Du weißt es selbst. Ja, also klar, wenn man das in dem Detail, wenn man es im Detail zerpflückt, jetzt ganz kurz für alle Zuschauer, die noch nicht so in dem, falls jetzt neue Zuschauer da sind, ja, das Ganze ist heute ein Call, wo wir eigentlich ein sehr, sag, brisantes Thema im Detail einmal durchgehen. Das ist jetzt sicher einfach für, es ist kein Neuland, ja, oder es ist sehr viel Neuland, leise es nicht, sage ich mal, der perfekte Einstieg. Das ist jetzt wirklich Fachdetail und so weiter. Wissen um Dash, warum das Ganze, da geht es um etwas. Wir haben einfach das ganze letzte Jahr ausgesprochen und bis immer, dass die Leute sich bei Dash am besten positionieren sollen. Auch das, wie du sagst, Tom, gewaltig. Avalon verdient zwar eigentlich nichts dran, dass sie uns das Wissen weitergeben. Ich meine, welche andere Community hat mir erklärt, was überhaupt Blockchain ist, wie ich das Ganze prüfen kann, dass ich kein Geld versenken muss irgendwo, weil ich irgendwem Glauben schenke, sondern ich, wie ich alles selber überprüfen kann, mit Zahlen, Daten, Fakten, schwarz auf weiß. Dann haben sie mir gelehrt, was eigentlich die Vor- und Nachteile von allen verschiedenen Kryptowährungen da sind, was der Vorteil von Dash ist. Dann haben sie mir beigebracht, was ein Masternode-Konzept ist und mir zur richtigen Zeit gesagt, hey Mann, schau, dass da irgendwie deine 1000 Dash zusammen, da glaubst für ein Masternode. Ja? Ja. Und ich glaube, jeder, der das gemacht hat, wie gesagt, 1000 Dash bis zum Jahresende letztes Jahr waren von mir aus $10,000. Das ist genauso ein Screenshot, wie ein vorher gehabt hast, dein Wallet. Ich meine, da steht jetzt halt einfach ein Nuller mehr hinten dran, oder? Das ist einfach, natürlich, ja, krass. Krass! Also, was ist das? Also jeder, was die Tipps genutzt hat und 3000 Startkapital gehabt hat vor 2 Monaten ungefähr, weil mit 3000 bin ich da eingestiegen, also ich habe vorher schon Coins gehabt, ja, habe ich mir dann das Blockfolio ein bisschen als Übersicht drüber gelohnt und es ist einfach Bombe. Ja, jeder, was das genutzt hat und einen Dreier gehabt hat, sollte jetzt so, solche Zahlen da stehen gehabt haben. Ja, ja Mann. Genau, ja. Genau. Genau das, ja. Ja. Und das, ja, war, das heißt, und das war man kann gratis. Nicht wirklich am Start mit $3,000 angefangen. Ja. Und hast da durch Wissen mehr draus gemacht. Wissen, wo hast du das Wissen hergekriegt? Fabulon. Rock'n'Roll. Ja. Alles klar. Das heißt, wir diskutieren nie wieder, ob sich so eine Lizenz für ein Jahr von $960 rentiert, oder? Also wenn einer mich fragt, ob sie das auszahlt und der Crypt-Insider und die Tipps und so, dann sage ich ihm ab jetzt einfach nur mal den Screenshot und frage ihm, ich weiß nicht, ob sie sich für die auszahlt, wenn das möglich ist. Ja. Irre, ja mega. Und das Ding ist ja, man muss ja mal bedenken, wir sind ja noch erst am Anfang. Ich meine, wir haben jetzt gerade einmal unseren holprigen Start hingelegt, ja. Ich meine, was da noch kommt, oder? Die Kurve, die schon genommen, da kannst du ja auseskalieren. Oh ja, interessant. Wo gehen wir um? Ey. $91, ja. ich glaube, wir holen jetzt Schwung, gell? Ich glaube, wir holen jetzt Schwung. Wir sind auf 652 Millionen Marktkapitalisierung. Und dividiert durch die 7.168.000 Dash, was jetzt draußen sind, ergibt es einfach den Preis. Das ist so bei jeder Kryptowährung, falls das irgendwann noch nicht weiß für die Zuschauer, du kannst diese Zahl da nehmen durch die Available Coins, also die zirkulierenden Coins dividieren und die dann verfügbaren Coins, also die, die ja, schon aus der Blockchain extrahiert wurden, weil die sind ja dort einbetoniert. Genau.
Und jetzt pass auf, jetzt schau dir das Volumen an bei Dash. Ja, wir haben da 60 Millionen Volumen und ich habe was anderes auch noch offen. Und zwar der Chart vor 2 Monaten auf CoinMarketCap. Gibt's ja, Tools, da gibt es so Snapshots. So ist das. Schau, da ist der 7. 15. Jänner, irre, irre. Was haben wir heute? $12. 15. März, 2 Monate. Bam, $12. Ja, wäre auch noch gegangen, gell? Ja, aber wir haben jetzt so viel. Wir haben jetzt so viel Volumen am Tag, fast wie damals die ganze Marktkapitalisierung war. Im Jänner. Das ist Bombe, oder? Ja, also nochmal an dieser Stelle danke, Avalon, oder? Weil, ehrlich, Leute, ihr müsst einfach eins verstehen. Es geht nicht um irgendwelche Geschäftsmodelle bei Blockchain-Entwicklung, da geht es einfach um das Wissen zu checken, wo man sich wann wie positioniert, weil da brauchst du kein Businessmodell. Und unser Business ist das Wissen. Ja? Wir sind ein Private Club, wo du mit Bitcoins reinkommst, wenn du jemanden kennst und der dir sagt, zu dir passt, ich mentor dich durch das durch, ich lerne das Ganze. Und im Endeffekt, man sieht eh, wo das Ganze hinführt. Ja, spannende Entwicklung. Die nächsten 10 Jahre wird es, denke ich mal, so Schlag auf Schlag weitergehen. Ja, und schauen wir kurz weiter, weil das ist so cool, da kann man jede Woche weiterschalten. Ja. Bitcoin auf 800. Auch nicht. Nächste Woche, waren wir noch immer 7., waren wir $15, ja. So. Wochen drauf, waren wir noch immer 7., waren wir noch immer $15. Boah, wo gehen um? Da waren wir noch immer 7., waren wir auf $17. 122, Market Cap, 1,59 Millionen Tagesvolumen. Junge. Ja, das war nichts. Da 1,3. Jetzt haben wir jetzt 50, 60-fache oder so, ja. Schau, da waren wir auf 120 Millionen. Da haben wir gerade einmal eine Ethereum Classic überholt, ja. Waren auf $17. Platz 6, ja. Das war vor einem Monat. Ja. Da habe ich gleich nochmal nachgekauft. Gut gemacht, kann man wieder sagen, gell? Ja. So, da 157 Millionen. $22. Da haben wir schon ein bisschen mehr Volumen gehabt. 4,4 Millionen am Tag. Waren wir noch immer 6. Und jetzt geht es wahrscheinlich gleich dahin. Jetzt schau mal auf die komplette Market Cap, bitte. Vor die Woche davor noch. Ja, oder die Woche da davor. Was haben wir? Die komplette. Oben steht es, ja. Geht ganz auf, ja. Na, die ist gerade aktuell. Ach so, shit. Die ist gerade aktuell. Ja, das, okay. 18, 19, 19 Milliarden ungefähr, überschlagmäßig, weil, schau, Bitcoin 17, Ether 1 und der Rest, war zerdruckte, ja, ja. 19 ja. Milliarden, sagen wir. Also vor einem Monat auf heute kann man sagen, ist ein 30% ungefähr mehr Geld in den Kryptowährungsmarkt gegangen, als wir was waren. Ich also wir haben einen Anstieg. Wie viel sind wir heute? Was ist jetzt? 26? 26, ja. Ja. Circa 30%. Ja, was? 40. Von 19 auf 26. Nein, ja, ich meine, es sind trotzdem mehr als 30%, das ist fast die Hälfte, es sind 40 irgendwas Prozent. Ist ja wurscht. Nur Geld auf jeden Fall und trotzdem ist es nur der Anfang, ja. Ja. Nicht so tragisch. Wir brauchen uns da nicht aufhängen auf ein paar Cent oder auf ein paar Milliarden auf oder ab. Ja. Der ganze Forex-Markt weltweit $1,800 Billionen und im Endeffekt, das ist Peanuts, was da bis jetzt passiert ist. Nur die Welt wird langsam aufmerksam. Es ist interessant, was jetzt die letzten Wochen passiert ist. Geh weiter in deine Dinge. So, da waren wir schon 5. Da haben wir $26 gehabt. Da haben wir die erst nicht gefragt, ob es verkaufen sollen. Ich habe gesagt, das ja nicht verkaufen. Ja. Eine Woche später haben wir genau $42 gehabt. Platz 3. Und das war praktisch vor 10, 11 Tagen. Und das war am 12. vor 4 Tagen. Da waren wir auf 70 dann. Haben wir das erste Mal die 500 Millionen Market Cap gehabt. Genau, die halbe Milliarde, voll Party hart. Ja, da hat dann als Dash Core Team einen fast 2-stündigen Call gehabt mit Strategien, wie es dann auf die 1 Milliarde Market Cap kommen. War sehr interessant zum Anhören. Okay.
Also die Jungs haben was drauf und die haben jetzt auch das Kapital. 10% von allen neu generierten Coins gingen in den Treasury-Fund rein. Das müssen wir auch noch erklären, dann im Detail, ja. Ja, zu dem kommen wir jetzt gleich. So, das war da historical, ja, die halbe Milliarde. Aber wie du sagst, das ist nein schon auf dem Weg zur Milliarde, gell? Ja. Das wäre die dritte Kryptowährung, die einfach die Milliarde knackt. Ja, wird's. Ja. Und ich glaube, dass es nicht mehr lang dauert. Dein Voting Gottes auch, oder? So, ich habe da noch so ein Fact-Sheet vorbereitet. Oha. Das so, ist gescheit, ja, Mann, genau. Jetzt tun wir mal ein bisschen vermitteln. Genau. Also, Dash steht einmal für Digital Cash. Englisch. Und, ja. ist entstanden aus dem Bitcoin-Protokoll, hat vorher X-Coin geheißen, dann war es Darkcoin und dann ist der Evan Duffield gekommen, der ist nämlich zu den Bitcoin-Leuten gegangen, hat gesagt, er hat ein paar coole Ideen für die Blockchain, wie man es besser, schneller und anonymer machen kann und die haben ihm eigentlich nur ausgelacht, ja, haben ihn wieder weggeschickt, dann hat er einfach aus dem Darkcoin einmal Dash gemacht und ja, das war vor ungefähr 2 Jahren, 1,5, 2 Jahre. Und seitdem ist Dash einfach da voll am steigen und immer besser werden. Weil er hat nämlich ganz, ganz gescheite Idee gehabt. Er macht da 2-Ebenen-Netzwerk. Also zum ersten hast du das normale Netzwerk, was so ist wie die Blockchain von Bitcoin, kann man sich vorstellen. Ja, man schickt die Transaktionen ganz normal hin und her, kostet die Gebühren, man wartet ein wenig, ja. Und dann gibt es noch ein Masternode-Netzwerk. Das ist das zweite Netzwerk. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig für Dash. Und das intelligenteste in meinen Augen, was ich jemals von einer Blockchain bis jetzt gesehen habe. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ein Masternode, wie du weißt, Simon, für die, die es noch nicht wissen, ein Masternode sind einfach 1000 Dash, was du auf einer Wallet hast. Und das hast du gehostet und dann kriegst du monatlich. Ganz unten steht es eh, also pro Woche ungefähr 1,9 Dash. Ja? Das sind jetzt so um die 190, 180 Dollar pro Woche. Was man einfach kriegt, wenn man 1000 Dash hat und die einfach dort liegen hat. Ja? Ja, man muss jetzt schon dazu sagen, dass das nicht auf dem Wallet liegt, was du irgendwo auf dem PC hast, sondern das muss, wie du sagst, gehostet sein. Das heißt, diese. Ja. Wallet, die läuft 24 Stunden, 7 Tage die Woche, muss die online sein, weil es ja ein Hauptnetzwerk-Knotenpunkt ist, in der übergeordneten Blockchain, die sozusagen am direkten Draht sitzt über dem normalen Mining-Netzwerk. Genau. Und dadurch wird ja das, das möglich, dass ja Dash dieses Instasend anbieten kann, oder? Diese Geschwindigkeit, dass einfach jede Transaktion weltweit, ich glaube, wie viel? 2,8 Sekunden maximal einfach da ist. 1,21 Sekunden. Damn. Da steht's. Da das steht's. Passt. Bam. Ja. Wow. Ja, auf jeden Fall schnell. Nur, dass man diese Probleme, wie Bitcoin sie jetzt halt hat, ausstellen kann. Genau. Beziehungsweise also gehen wir kurz nochmal auf die Masternode so richtig ein, ja? Du bist dran. Passt. Danke, Simon. wie der Simon schon gesagt hat, Masternode System ermöglicht Instant Send oder Instant Pay. In 1,21 Sekunden sind die Coins drüben, weil es braucht eigentlich nur für 10 Masternodes bestätigt werden, die Transaktion und nicht vom ganzen Netzwerk. Und deswegen dauert es nur 1,21 Sekunden und das wird noch in die Blockchain eingefügt. Die Daten von den Masternodes. Dann ermöglicht es auch noch, anonym zu senden, aber wirklich anonym, durch Private Send. Das ist auch so eine Funktion, wo das zweite Netzwerk bereitstellt, die Masternodes. Mhm. Private Send funktioniert so, du schickst Hausnummer jetzt, ich schicke dir 500 Dash über Private Send. Ja. Dann werden die Coins von mir mit den Coins von der Masternode gemixt. Ja. Ja. Und durch das, dass das gemixt ist, ist es nicht nachvollziehbar, das hat dann kein Hash.
Okay. Also du siehst dann nicht, so wie bei Bitcoin, wo die Coins herkommen. Es ist wirklich anonym. Das ist natürlich einfach genau das, was ja Blockchain eigentlich sein soll. Genau, und in Zeiten, wo die EU schon wieder mal durchdraht mit Regulierungen und irgendwelche komischen Softwaren, was rausbringen wollen, dass Bitcoin-Transaktionen verfolgen, ja, ich wünsche einer viel Spaß dabei. Wir brauchen das alles nicht, wir brauchen das alles nicht mehr am Dash. Genau, und natürlich, je mehr Leute sich das nicht gefallen lassen wollen, desto mehr gehen auch in Dash. Weil Dash bietet das an. Dash kann das. Ja, das ist eine spannende Zeit, wo jetzt die breite Masse einfach aufmerksam wird, oder? Überhaupt erst einmal auf Kryptowährungen, meistens über Bitcoin natürlich als erstes Aushängeschild, dann da mal einsteigt und dann natürlich auch draufkriegt, wo, ja, wo der Bitcoin einfach nicht rockt, oder? Ja. Einfach durch die teils langen Wartezeiten und so weiter. Und eben, wird halt sicher von Staatsseite immer mehr halt da einfach der immer angeschaut. Und wie du sagst, die Wissenden, die können einfach auf die richtige Seite wechseln, oder? Den Frieden kann man einfach haben. Ja. Wissen brauchst und bist frei. Genau. Kurz zur Verteilung noch für die neu generierten Coins, ja. Also 45% gingen an die Miner. 45% gingen an die Masternodes. Das sind ungefähr jetzt 1,9 Dash pro Woche per Masternode. Und 10% gingen ins Budget. Also in Treasury Fund, das habe ich schon erwähnt. Und 10% sind jetzt zurzeit, vor ein paar Tagen oder einer Woche oder so, ist die Ausschüttung wieder um 7% runtergegangen. Ja, das, wie oft passiert das jährlich, oder? Jährlich ist das, ja. Deswegen haben wir auch erst im jährlich. Jahr 2300 ungefähr 18 Millionen Dash. Im Jahre 2300. Ja. Das ist jetzt einmal sehr nice, weil, wie lange ist das noch? Mir da leben es nicht mehr, also ist mir wurscht. Ah, oh, also das bitte. Wache Genie oder was? Nein, jetzt warte. Ihr habt genug auf jeden Fall für mehrere Generationen abgefahren. Ja, genau. Das heißt, bis 2300 sind die Kinder von den Leuten, was heute Masternode besitzen, eigentlich fein raus, oder? Ja, fix. Auf jeden Fall. 10% gingen in den Treasury Fund und. Was ist das? Da gingen 10% von den neu generierten Coins rein und die werden nicht einfach so dann hergeben oder verteilt. Dash hat da DAO drinnen, also dezentrale autonome Organisation. Ja. Masternode-Besitzer können dort abstimmen und auch selbst Anträge stellen mit Projekten, wie sie die Community oder Dash unterstützen. Und wenn die anderen alle sagen, ja, das macht Sinn, du kriegst so und so viel Dash, was er halt haben will, dann wird da abgestimmt, ob der das kriegt und dann macht er das mit dem Kapital. Ja. Und jetzt stellt er vor, es werden, ich habe vorher gesagt, 6.917 Dash gerade dieses Monat jetzt verteilt und wir haben einen Preis von knapp $100. Also wir haben über $600.000 jetzt Kapital, was in die Entwicklung, die Weiterentwicklung von Dash geht, womit sie neue Programmierer einstellen können, womit sie mehr Werbung machen können, Promotion machen bis zum Geldnehmer, ja. Also ob wir die 1 Milliarde Marketkapitalisierung bald haben, ist nur eine Frage, wann die Auszahlung ist. Und ich glaube, das ist in 20 Tagen. Also nächsten Monat mit dem Kapital werden die Jungs nochmal richtig Dampf geben, ja. Und nächsten Monat werden wir wieder schauen, was der Dash-Kurs so macht, ja. Dürfte spannend bleiben, jawohl. Ja. Ich meine, 18 Millionen Dash wird es endgültig gleich geben. Bitcoin 21 Millionen, also relativ ähnlich. Glaubst du, dass der Dash irgendwann dort ankommt, wo der Bitcoin ist? Wissen. Und Bitcoin ist so wie für einen normalen Anleger Gold, ja? Sag ich mal. Ja. Mit einer besseren Wertsteigerung natürlich, ja? Und auch in besserer Form, ja, weil nimm mal einen Goldbahn irgendwo hin mit und zahl damit. Da kann er nicht wirklich was runterbrechen.
Da hast recht, ja. Ja, Bitcoin ist einfach, ja, es ist zu zeitnah, zu langsam und es wird eigentlich als Rohstoff am Finanzmarkt da zugelassen, an irgendwelche Börsen gehandelt, ja. Und da besteht immer die Gefahr, dass man Pump und Dump hat, also alle gehen schnell rein, dann hast du eine Blase, so wie es 2014 war, wo von $100 auf 1200 oder 1150 Dollar gegangen ist der Kurs und dann ist er wieder zusammengebrochen und vor 2 Jahren haben wir dann gehabt, am Tiefpunkt irgendwo $180 oder 190 und das war nicht wirklich sehr super für manche Leute. Für andere schade, was früher Bitcoins um einen Dollar, weiß nicht, 100 Bitcoins gekauft haben, ja. Ja. Oder Tausende für ein paar Dollar. Für die war es natürlich schon super, wenn die bei 500, 600 verkaufen. Du kennst die UWM, gell? Ach so? Ja. Der Tom Koller? Tatsächlich. Ja. Ah, das war weniger. Aber ist wurscht. Es war weniger, aber ja. Es war super. Ich sage, der Faktor von Einkauf zu Verkauf. Es war einfach super. Und so ein Faktor werden wir irgendwann einmal ein Bitcoin sehen, ja. Und ich glaube, dass in 2 oder 3 Jahren, spätestens in 3 Jahren, der Dash in Bitcoin überholt vom Preis. Wenn Dash jetzt so eine Marktkapitalisierung hätte wie Bitcoin, würde ein Dash jetzt $2700 kosten. Ja. Ich meine, ich bin da vorsichtiger, ich sage von mir aus, schau, in 3 Jahren von mir aus kann ich mir vorstellen, dass der Dash von mir aus $1000 knackt, ja. Kann er, wenn es halt hergeht, wenn die Dash Evolution Wallet nächstes Jahr rauskommt und da viel Promotion gemacht wird, weil eben so viel Kapital über den Treasury Fund da ist, über die 10%, was sie Entwicklungsgeld haben, schneller kann es ein 2 Jahre sein, kann ich mir vorstellen. Aber ich weiß, wir wissen beide nicht, wo der Bitcoin hingeht, was sich da noch tut, wir wissen es beide nicht, ist schwer zum Sagen, gell. Aber definitiv sage ich mal, durchsetzen als Zahlungsvariante, da, ich meine, es haben genug Player Platz, so ist es halt, also es muss keiner sterben, dass der andere einen überholt oder irgendwas, das sicher nicht und es kann jeder wird seine Nischen finden, aber ich sage auch, zur Zeit ist das sicher die potenteste Zahlmöglichkeit. Ich meine, Happy Days für jeden, der einfach die Tipps damals ernst genommen hat von uns, von Avalon und ja, ich meine, wie du sagst, Avalon verdient jetzt nicht wirklich was dran, dass irgendwer Dash kauft und dass sie die Leute das Wissen weitergeben. Und das ist eigentlich der Spirit von Avalon, ja. Aber ja. Man muss halt auch sagen, ich meine, es sind viele Leute auch, kann man nachvollziehen, natürlich kritisch, ich meine, ich habe mit so vielen Leuten auch kennengelernt, die Opportunity gehabt hätten, Bitcoin, die haben von Bitcoin gehört am Anfang, die hätten was reinstecken können, die hätten kaufen können und natürlich Geschichten, Stories, warum nicht und dann die Katze krank und wahrscheinlich der Absager tot und hin und her. Natürlich ist ja egal, warum, wie und was, aber viele Leute hätten die Möglichkeit gehabt, haben den Zug nicht genommen. Ja? Ich glaube, man sieht heute, wenn man einfach, geh mal einfach auf CoinMarketCap und geh mal einfach auf den Bitcoin. Weil das hast du jetzt gerade nicht erzählt, oder? Zu der ganzen Misere damals, was mit Bitcoin passiert ist. Bitcoin nenne ich ja ganz gern den Frankenstein unter den Kryptowährungen. Weil es für mich einfach die Kryptowährung ist. Ich meine, wir sind ihm alle sehr dankbar, dem Bitcoin, dass es ihn gibt, ja. Und dass man im Endeffekt, er hat den Weg geebnet, er hat gezeigt, es funktioniert, er hat das, war ja die erste das erste Mal, dass Blockchain überhaupt Anwendung gehabt hat. Also der hat die Tür aufgemacht. Aber man kann ihm nicht besser sein, wenn er nicht das Gelbe vom Ei ist. Die anderen haben alle ein Vorbild gehabt und haben sich verbessern können. Man muss auch sagen, wie du sagst, 99% von den Coins, was da sein, kannst du in der Pfeife rachen. Und es sind ganz wenig dabei, die eigentlich irgendwo was dahinter steckt, wo was entwickelt wird, wo wirklich Arbeit reingesteckt wird, wo Wert da ist. Ja. Und Dash wird da sicher jemand schauen, $90 ist nicht nichts, gell? Ja. Kann man sagen, ist einfach richtige Zeit. Und die Leute, was damals jetzt natürlich über das letzte Jahr, seit Avalon angefangen hat, auch natürlich Dash zu promoten, ich meine, wie oft sind wir schwach angeredet worden, Dash, mein, jetzt ist der so, ja, ich meine, im Endeffekt, ja. Silence, let success make the noise und genau da stehen wir, bumm, ja, und im Endeffekt ist es halt so, viele haben halt gehandelt, viele haben gesagt, passt, ja, ich decke mir ein, Masternode, noch geiler, ich habe da lebenslang einfach quasi bis 2300 habe ich meinen Zins, meine 10% im Jahr, wenn der Dash bei $90 steht, du kriegst 100 Dash circa fast aus im Jahr, also 10%, ja. Quasi, jetzt, wenn 1000 Dash drin sind, dann sind es halt, was weiß ich, 90 Dash, 100 Dash, die rauskriegst übers Jahr.
Ja, ich meine, schauen, das sind jetzt $900 die Woche, oder? Nein, im Monat, whatever, ja. Ja, da gibt es ja 180 die Woche. Du stehst ja aus Webseiten, dann lässt sich ja. Da gibt es ja Seiten. Genau. Ja Seiten. Der Masternode-Information, also da sieht man alle Informationen über die Masternodes. Du hast sogar die World Map da, wo die Masternodes sind. Das ist richtig cool, geografisch einzeichnet, ja. Das nennen wir mal dezentral, oder? Da sind unsere. Favolon. Da, San Jose. Nicht nur, ja. Ja, was du angesprochen hast pro Woche, ich meine, da habe ich die genauen Zahlen. Sauber. Ich schneide es mal kurz. Earnings per Week, ja. Genau. Mhm. Das heißt, das ist, wenn du eine Dash Masternode besitzt, 1000 Dash hast und auf einer Masternode Wallet, auf einem Server, bam, bum, dann gelten diese Zahlen für dich. Genau. 972 Masternodes gibt es, das ist interessant. Das heißt, 3,9 Millionen Coins sind blockiert. Von 7,2. Ich glaube sogar, dass mehr blockiert sind, weil es gibt so Leute wie dich und mich und andere, die gemeinsam dann eine Masternode hosten und so Geschichten. Mhm. Und die was einfach warten und sich aufsparen, weil sie wissen, dass sie irgendwann ein paar hundert oder tausend Dollar wert sind. Ja. Ja. Und die jetzt nicht unbedingt am Markt haben, ja. Also die dunklen Ziffern mit höher liegen, ja, richtig. Ja, also ich sage mal, es sind vielleicht, waren überhaupt 2 Millionen am Markt, ja. Ja, das ist irre, gell, für das, was der Coin kann, Wahnsinn. Ja, ja. 1,5 Millionen, 2 Millionen ist ja schon viel zu viel. Das bringt ja natürlich schon ein bisschen Dampf auf den Kessel, ja. Das also, heißt, Current Code für Masternode kostet jetzt $92,170 am Masternode. Damit ist der Zug für Normalsterbliche in der Regel abgefahren. Return on Investment 9,54% pro Jahr. Genau, so ja. 8.789 Dollar. Wie viel? 8.789 Dollar. Ja, genau. Und wenn der Kurs in 5 Jahren auf 1.000 steht, dann kannst du hinten eine 0 dranhängen. Und das läuft einfach bis 2.300, oder? Genau. Nein. Happy Days. Ja. Ja. Ja, das ist natürlich die Sinnhaftigkeit einer Masternode. Also Leute, das ist genau der Grund, warum wir so oft promotet haben. Leute, macht es schlau, checkt Dash, deckt euch da ein, schlagt es zu, wenn der Preis unten ist. Weil das wird kommen. So, und die, was beim LP-Seminar waren, die, was angefangen haben, in der Community sich einfach auch mit uns weiterzubilden, die haben hoffentlich, die meisten haben dann gehandelt, weil die haben es verstanden, ja. Was so, da sieht man schon die Masternodes für die letzten 90 Tage. Mhm. Da war ein interessanter Sprung drinnen. Wir haben ja auf die Version 12.1 umgestellt, ne? Genau, da ist der neue Client released worden, ja. Genau. Und alle Masternode-Besitzer, die nicht umgestellt haben, also sind da weg. Ah, die haben nicht verkauft, sondern die haben einfach nicht upgedatet die Software quasi, den Client. Genau. Es könnten noch immer 400 mehr sein, als was sie jetzt da anzeigt. Krass. Ja. Also da sind so viele Coins gebunden, da bewegt so wenig Kapital, so viel am Markt, weil du musst ja überlegen, wenn jetzt auf CoinMarketCap der Preis $90 ist, dann kannst du ja nicht glauben, dass du für $90,000 1.000 Dash kaufen gehst. So läuft es nämlich nicht. Es ist nämlich Angebot und Nachfrage. $90 ist dann das billigste Angebot, wo jemand was verkauft. Und in der Regel sind das 1,2 Dash oder 0,67 Dash. Und danach, der nächste ist schon teurer und teurer und teurer. Immer Angebot und Nachfrage. Das heißt, aktuell, ein Masternode kriegst du nicht für unter 100.000. Ist so. Ja, wahrscheinlich. Nein. Wenn du jetzt 1.000 Tests zusammenklauen willst, kriegst du nicht für 100.000. Musst du es auf 5 verschiedene Börsen kaufen. Wenn du unter $100 bleiben willst. Gleich. Es ist eh für die wenigsten interessant, sage ich mal. Ja. Schau, da war es auch interessant, da die Spitzen nach unten. Ja. Da durch den Preisanstieg ist der Dash ja einfach viel mehr wert worden und auf einmal hat es DDoS-Attacken gegeben. Und schwache Masternodes mit einem Hosting für nur $1 oder $2 pro Monat oder so, sind da einfach durch die DDoS-Attacken ausgeflogen, zweimal, ja. Interessant. Und es ist dann upgegradet worden und du hast jetzt schon Version 12.1.3. Ja. Gehen schnell, die Jungs, oder? Die sind so fix. Hey. Ich meine, schau dir das an. Wie viel Prozent
für die Miner und alle, also das nur für die Miner, umgestellt haben, in 6 Tagen waren alle umgestellt. In 6 Tagen waren alle Miner umgestellt. Brutal. Alle Miner auf der Welt haben in 6 Tagen alles umgestellt. Das ist Ansage, oder? Haben alle ein Update gemacht. Geil. Also, cool, oder? Gut ab, ja. Ja. Das ist brutal. Genau. Den Link zu der Seite und zu den anderen am besten stellen wir nachher unter das Video. Ja, genau. Das haben wir nicht. Da hat jeder dann die Daten, wo er immer nachschauen kann. Da sind auch die Proposals drinnen. Wo die Mastermind ist. Auf der Seite sollten wir sie dann nochmal anschreiben. Ja. Super. Genau. Tipptopp. Dash Explorer sowieso. Ja. So, den machen wir jetzt einmal zu. Ich sage so, gell, bei Bitcoin die Leute, was damals schon gekauft haben oder gehandelt oder so, oder riskiert, sage ich einfach, weil damals, ich meine, das waren für mich voll die Visionäre oder grande Kochones, weil das war wirklich funky, das Ding hat null Wert gehabt, nix, oder? Es war wirklich Hirngespinst hoch 23, irre Geschichte, oder? Nix greifbar, ganz komisch. Da denke ich mir, hey, das waren Visionäre, ich gönne es ihnen so von Herzen, oder? Aber der Bitcoin ist einfach cool, ja. Der ist auf die 1000 gegangen, eben damals mit diesem auch Hump und Pump und dann manipuliert und Investoren und so weiter. Frankreich halt, aber jetzt auch organisch, oder? Jetzt wirklich organisch übers die Community einfach auf $1,200 und bam, geht weiter. Jetzt hat sich so viel Bild, so viel Infrastruktur in letzter Zeit, ja? Eben. Also in den letzten 3 Jahren ist Wahnsinn, was da investiert wird in Firmen, die was das Netzwerk aufbauen, ja? Zahlungsanbieter, Exchanges, überall hast du die Möglichkeit bald und das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir einfach Kryptowährung in unserem Leben haben. Ja? Es ist so, wie Facebook am Anfang entstanden ist zum Beispiel und da haben wir auch gelebt und da hat es uns auch nicht interessiert, dass wir Aktien da verkaufen. Nein, ja? Der Punkt ist, in 6 Jahren, ich kann mich erinnern an den Tag, weißt du, und wo ich mich erst 6 Jahre vehement dagegen gewehrt. Ich habe Energie aufgebracht, um dagegen zu kämpfen. Verstehst du? Total dämlich, ja? Deswegen hat mir das damals so gefallen, wo der Tom gesagt hat, schau, es bringt nichts gegen ein System zu kämpfen. Wenn du was verändern willst, dann musst du einfach ein besseres System etablieren. Und genau. Das ist ja, deswegen sind wir am Start, oder? Ja, und dann wechseln alle automatisch. Natürlich, ja. Ja. Ich meine, 6 Jahre habe ich dann Milch gegeben und habe dann gedacht, okay, passt, dann verwende ich es einfach zu deinem Vorteil und suchst einfach nach Leuten in der Welt, die was verändern wollen, oder? Und man findet sie ja super, es ist ja tipptopp-tool eigentlich, ja. Man muss es halt wie alles richtig nutzen. Und das Wissen eben von Facebook, wenn mir, ich frag das oft die Leute, oder? Hättest du mit deinem heutigen Wissen damals in Facebook investiert? Sagt da jeder, ja, gell, aber damals ja, sicher. Das nicht. Wenn du heute sagst, bam, schau, wenn ich vor 3 Monaten sage, Mann, kauf das, investiere das, ich kann da einen kleinen Mastermind, das, so wie wir es jetzt besprechen, ja, dann glaubst du schon, ja, was ist ein riesig, glaube ich nicht, ja. So. Jetzt sind viele traurig und viele happy. Ja, viele happy, was unsere Tipps befolgt haben und die von Avalon. Und soll jetzt nicht so ausarten, dass das jetzt so quasi bam, bam, gang, 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 auf die Finger selber schuld, aber schon selber schuld. Ich meine, mehr als sagen und erklären kann man es nicht. Gell? Schau, es gibt ja bald wieder Chancen, riesengroße Chancen, sogar noch größere, als wie Dash jetzt war. Ja, ich meine, ich beziehungsweise sage, noch ist, ja, der Zug fährt schon, ja. Aber Simon, dazu uns ein bisschen vom nächsten Zug, ha? Ja, ich meine, ich sage so, deswegen bin ich auch so rotzfrech, weil ich finde es einfach wichtig, dass wenn man eben Wissen sich aneignet und das weitergibt, ich sage so, ich habe wahnsinnig viel Zeit investiert die letzten 2 Jahre, wie du auch, wie viele, wo eben sich ganz viele dann bei Avalon zufällig sammeln, das ist ja ganz lustig, dass die Bewegung so ist, um das ganze Thema zu verstehen und im Detail anzuschauen. Und das bringt uns jetzt die Vorteile. Und es sind irre Vorteile. Weil, brauchst nicht überlegen. Der Punkt ist das. Die Leute verstehen jetzt langsam, was ein Masternode ist, nur die Dash Masternode fällt langsam, geht einfach außer Reichweite, ja. Und es ist ja so, dass Avalon zwar bei Dash im Mining sehr stark ist und wir uns da positioniert haben, aber wir haben natürlich auch davor schon unsere Aufgaben gemacht und durch die sind wir natürlich erst eigentlich zu dem Schluss gekommen, wir werden uns bei Dash sehr stark positionieren,
haben ja auch in Dash, mit Dash inzwischen wirklich irgendwo eine gute Kooperation irgendwo laufen. Also das ist ja wirklich irgendwo bei der Symbiose irgendwo schöne Sache. Wir waren beide DAO und ja, also das harmoniert gut. Aber wir haben einfach ja mit Pura Vida Coin ein Konzept jetzt auch vom Stapel lassen wir gerade, wo ich sage, so ich von meinem Wissensstand sage jetzt einfach ganz genau, klipp und klar, wie es ist. Ja. Die Geschichte, wie jetzt gerade mit Dash passiert ist, die wiederholt sich noch einmal. So, ich hoffe, der ein oder andere hat jetzt einfach ein Déjà-vu. Ein kleines Déjà-vu, weil von Bitcoin haben auch viele erzählt, ja, passt, gut. Bitcoin ist auf 1000 gegangen, okay, Zug ist abgefahren. Weil auf 2000 gehen, weil auf 3000 gehen, mir ist es wurscht, ja. Aber du musst dir entscheiden, ob du dein Geld verzweifachen, verdreifachen oder mit Dash verzehnfachen willst, weil der auch auf 1000 geht, oder ob du visionär genug bist und sagst, passt, die Burschen von Avalon, die haben es bei Dash schon absolut richtig gemacht, weil sie gewusst haben, was sie tun, ja, weil es berechnet war, weil es auf Mathematik basiert. Und jetzt bauen die etwas Eigenes, pura vida. So, okay, ich verstehe, dass es auf den First Move ist das genau die Verkaufsmasche von allen Möchtegern, Krypto und bla bla bla. So, mir ist es gleich, ich will ja keine Pakete, Coins und sonst irgendwas verkaufen. Ich kann einen Tipp weitergeben. Ich habe mir Wissen aufgebaut, wir haben uns Wissen aufgebaut, wir positionieren uns dadurch, wir haben einfach einen Vorteil und wir können aber diesen Vorteil mit euch teilen und das geht aber nur durch das Wissen. Das heißt, wenn du dir das Wissen mit uns aneignest, kannst du dich genauso positionieren. Und der nächste Zug, den bauen wir gerade auf und der heißt Pura Vida und der wird auch genau da hinfahren, wo jetzt der Dash gerade hinfährt. Wir haben im Endeffekt alle guten Blockchains analysiert, die besten Parts extrahiert. Ja, wir bauen uns einen eigenen Frankenstein. Das heißt, wir haben aus allen Kuchen die Goldstückeln, die Rosinen herausgeholt und haben unser eigenen Küchlein gebacken mit allen Rosinen. Das heißt, wir haben ja von durch Avalon eigentlich mit Pura Vida Coin, wir kopieren, danke, da haben wir den Block Explorer, Tom, du bist großartig, oder? Ich liebe das, das ist gewaltig. Merkt ihr euch den Tom, oder? Ich meine, der ist einfach ein Mann für die Zahlen, Daten, Fakten, der weiß, was abgeht, oder? Das ist einer von unseren Top-Informanten, wenn es um die ganzen News immer am Drücker geht. Mega. Und so funktioniert ein Team und so funktioniert ein Netzwerk. Und diese Zeit, die diese Menschen investieren, die ist sehr wertvoll. Weil wenn der Mensch auf Facebook irgendwann einmal einen Post macht und sagt, Leute, schaut euch das an, dann haben einige gut daran getan, sich Dash anzuschauen. Beziehungsweise wenn er sagt, hey Mann, schau dir ein Webinar an, da geht es um Dash und Masternodes oder sonst irgendwas und warum du vielleicht auch eine haben solltest oder wolltest oder dich mit Krypto mal beschäftigen. Weil das eben möglich ist. Weil da Leute einfach 1000 Dash gekauft haben vor 3 Monaten für 10.000 Dollar und das jetzt einfach ein Null-Mehrwert ist. Beziehungsweise einfach nicht einmal das ist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, dass das sowas ist wie früher ein Sparbuch oder eine gut verzinste Anlage war. Da gibt es 10% im Jahr und das sind 100 Coins. Lass den Wert einmal, spinn doch einmal rum. Denk einmal 3 Jahre weiter vor. Oder 5 Jahre. Egal. Geht ja noch bis 2300. 1000 Euro ein Coin. 100 Stück im Jahr. Deine Sippe ist durch. That's it. Ja. Ja. Und genau diese schwerwiegenden Fakten, Wissen haben wir vermittelt. Jetzt ist leider zu spät für die meisten, aber wie gesagt, du kannst jetzt noch einsteigen auf den nächsten Zug. Ich lade dich dazu ein, dir das Wissen anzueignen, zu überprüfen, warum das so gut ist. Aber Tom, wir haben ja wirklich die Masternode-Konzept von Dash im Endeffekt genauso drinnen, ja, ein eigenes. Bei uns ist halt der Masternode 10.000 Pura Vidas und gibt 1.000 Pura Vidas ab im Jahr. Aber natürlich, das White Paper ist ein bisschen anders, aber wir haben einen Vorteil. Also das, Entschuldigung, was hat, ich muss dich kurz unterbrechen. Bitte. Ich bin ja der Mann für Zahlen, Daten, Fakten, das sind 11,23%, gell? Danke. Bitte. Ja. Ich verspreche lieber ein bisschen zu wenig und die Leute kriegen ein bisschen zu viel. Das ist circa immer besser. Ja. Auf jeden Fall. Zahlen, Daten, Fakten müssen genau sein, bin ich ganz bei dir. Pura Vida Coin wird die nächste große Geschichte. Das Ding ist noch nicht gelistet, also wirklich im Moment heiße Luft. Ja, was für Visionäre, so wie es Bitcoin war damals, so wie es Dash war vor einem Jahr oder vor 2 Jahren, ein Schattendasein geführt. Wir bauen hier etwas auf, wo wir die Vorzüge von allen guten Coins vereinen. Also wirklich die Geschwindigkeit in der Transaktion, die ein Dash hat. Das Masternode-System, ja, auch mit der Anonymisierung. Dann natürlich ist der Open Source. Die Leute können das auch selber von zu Hause minen. Wenn du selber jetzt da 1.000 Euro ausgibst, dir Mining-Rigs kaufst und so weiter, deinen eigenen Strom vielleicht herstellst, weil sonst wird es teuer, kannst du auch bei dir zu Hause das produzieren. Und sonst kannst du jetzt auch über Avalon im Mining teilnehmen. Und ich sage mal so, das Wertvolle ist das. Ich sehe diesen Coin
So, Disclaimer. In 3 Jahren steht der für mich bei $50. Okay? Das ist jetzt trotzdem für dich nicht wichtig. Mach dir dein eigenes Bild, mach deine eigene Recherche, lern die 4 fundamentalen Grundlagen, wie man Blockchain analysiert und schaust das selber an. Glaub niemals einer anderen Person und nicht einmal mir und nicht einmal Tom und nicht einmal niemanden, ja? Sondern mach deine eigene Recherche. Blockchain heißt Mathematik, Zahlen, Daten, Fakten, schwarz auf weiß. Wenn du die Grundsätze verstehst, brauchst du keine Stories mehr glauben. Das hat mir so gefallen am Anfang, ja? Und deswegen geben wir das Wissen weiter. Nur ich sage so, ich sehe da was Großes kommen, man kann jetzt nur dabei sein, wo im Mining ganze Coins pro Tag rauskommen, okay? Ich glaube, jeder hätte zugeschlagen, wenn man sagt, hey, ciao, wenn ich heute, du kriegst die Zeitkapsel, darfst eine Zeitreise machen und darfst 10 Jahre zurück und darfst ganze Bitcoins meinen, würdest du es tun, ja? Ja, ja nun auch nicht, ja. Und bei Dash, wenn ich heute jemandem sagen würde, schau, du kannst doch heute, wenn ich vor 3 Monaten jemandem gesagt habe, ja, hey Mann, hast 10.000 Euro auf der Seite, das ist die Möglichkeit der Masternode, das ist die Möglichkeit für ein Leben in Freiheit, ja? Ich hilf da. Mit vielen Wangen, zack, 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 so. Ich meine, bietet halt jemandem die Möglichkeit für 10.000 Masternodes kaufen bei Dash. Ja. Aber eben, die meisten müssen halt erst fühlen, ja. Müssen erst auf die Herdplatten greifen. Oder eben sich auch das Wissen anschauen. Ich meine, ich verstehe es, wenn man es nicht glauben kann im Moment, aber es geht um das, wir haben auch nur einfach einen Zeitvorsprung, dass wir uns mehr und intensiver damit befassen. Ja? Deswegen ist das Verständnis da, deswegen machen wir solche Sachen. Wichtig zu wissen bei Pura Wiedercoin, das Ganze ist noch nicht an der Börse gelistet, deswegen hat es noch keinen realen Gegenwert. Auch wenn es schon vereinzelt in der Community jetzt Leute auftreten, Geschäfte, die diesen Coin auch als Zahlung akzeptieren. Es hat sich auch schon ein reger Schwarzmarkthandel hier irgendwo entwickelt. Also es gibt viele Leute, die hier wirklich irgendwo dran glauben und was Großes sehen. Man sieht es auch hier in der Blockchain, wie viel über 300 Gigahash Rechenleistung drauf bei etwas, was mehr oder weniger keinen Wert hat. Ja, ist irgendwie lustig, ist irgendwie irre. Aber wenn man weiß, was die Vorzüge sind, jede Zahlung ist in Sekundenschnelle da. Es ist anonym, wie auch wie bei Dash. Es gibt das Masternode-Konzept. Und natürlich nicht zu verachten ist natürlich das internationale Netzwerk, das wir durch Avalon besitzen. Und auch die Vertriebspower, die so ein Netzwerk besitzt und hier Deals einfädeln kann, ja. Ob das der kleine Händler von nebenan ist oder die Fluglinie von gegenüber. Mir ist das ja gleich, ja. Du brauchst den Leuten nur den Vorteil bieten. Schau, jeder Mensch versteht, dass wenn er ein größeres Business hat und viel Zahlungen mit Kreditkarte akzeptiert, dass der einfach 3-5% von seinem Geld verbrennt und nur das volle Risiko hat für 90 Tage. Also er macht da wirklich einen Trottel. Ja, Kryptowährung her und du brauchst nie wieder Trottel spielen. Das ist zum Beispiel etwas, was denen total Spaß macht, ja. Ich meine, Avalon macht ja noch anderes. Diese Coin, ja, wir wollten ja nie, wir sind ja eigentlich auf den Markt gekommen, nur andere Coins zu meinen, aber ich meine, wir gehen ja in eine Richtung, auf dem Blockchain-Markt alles irgendwo auf den Kopf zu stellen, oder wie siehst du das? Ja, es ist einfach die größte Chance, mit Pura wieder was kommen wird. Es ist ein Wahnsinn, wie du sagst. Das Masternode-System haben wir kombiniert. Smart Contracts können wir dann ausführen. Es wird, ja, Avalon wird ein DAO werden. Das wird auf der Pura Wiedercoin-Blockchain praktisch realisiert. Das heißt, wir haben keinen CFO, keinen CEO mehr. Und es wird einfach alles so, wie es ist, transparent und einfach ausgeführt, ja, wie ein Programm. Ja, so kann man sich das vorstellen. Und ein bisschen zum Zahlen, Daten, Fakten zu dem Coin. Also ich kann euch sagen, es wird 1 Milliarde Coins maximal geben. Und wie man sieht, sind da jetzt schon 30 Millionen ungefähr geschürft worden. Das hat irgendwann Mai voriges Jahr, glaube ich, angefangen. Ja, ungefähr, ja. Ja, das war eine ganz spannende Geschichte, weil da bin ich um 1 in der Früh gesessen, ne? Habe ich 3 Stunden probiert und dann habe ich es endlich geschafft und mein lustiger Laptop mit CPU mit 0,1 Megahash Power hat in den ersten 12 Stunden 9 Blöcke gemeint, also 3600 Coins. Ich kann mich erinnern, das war es gestern gewesen, ohne Also es ist Wahnsinn, ja. Und man muss wissen, wir haben jetzt 30 Millionen Coins draußen und der Großteil, sage ich mal, gehört Avalonian, ja. Und wir warten natürlich gespannt auf den Start. Man kann sich aber ruhig Zeit lassen, ne, damit man den an den Start bringt, weil dann bleibt mehr für uns, ne, für die Community. Nein, natürlich. So im jetzigen Moment ist das Mining einfach nur wahnsinnig lukrativ. Kurz vielleicht für alle, die zuschauen, Zahlen, Daten, Fakten. Es gibt 4 verschiedene Mining-Pakete bei Pura Wiedercoin. Und ich rate im Moment jedem, ja,
wenn ihr Avalon mitmachen wollt und auch dieses Wissen alles, holt euch eure Lizenz, holt euch eine Node 2 vom normalen Mining, damit ihr einfach für Happy Hash und die alles die Berechtigung habt und den Rest eine in Pura Vida, was geht, ja. Weil so eine Node 4 mit 100 MHz Rechenleistung bringt mir aktuell im Schnitt heute, das kostet 3000 Dollar knapp und hat 30 Coins, Pi mal Daumen hat es jetzt im Schnitt am Tag gebracht, ja. Das wird sich natürlich immer der Hashrate und Difficulty entsprechend abändern. Aber das war jetzt der Schnitt. Wenn du das Video in ein, zwei Monaten siehst, dann irgendwann bitte frag denjenigen, der dich eingeladen hat, was der aktuelle Schnitt ist. Ja, das ist immer wichtig, immer eine Momentaufnahme. Ja. Im Moment, es geht um ganze Coins, man kann diese Pakete mehrfach buchen. Das heißt, man hat jetzt noch die faire, realistische Chance, über das Mining sich eine Masternode aufzubauen. Und das ist das, was ich sagen will, Leute, die Chance geht noch, die Party steigt noch einmal, du kannst dabei sein, hast du Durst, ja, dann Mining du musst, junger Padawan, ja, pura vida. Ja, am besten all in, wirklich, es ist ja, so eine Masternode, ja, ist etwas, was auch, ich meine, kleiner Unterschied, Algorithmus muss man jetzt schon sagen, bei Dash geht das Mining ab bis ins Jahr 2300, bei Pura Vida ist die ersten 5 Jahre Proof of Work und da werden 200 Millionen Coins gemined. Da sind unsere Mining-Pakete quasi dabei. Danach wird ja auf Proof of Stake umgestellt, wo ja dann jeder Mann mit seiner Laptop-Wallet mit minen kann und da braucht man dann ja nur seine Coins drin liegen haben. Das heißt, ich habe ja auch bis zum Schluss hier meine schöne Rendite. Das ist ja wirklich lässig. Apropos Simon, 200 Millionen Coins in die ersten 5 Jahre, gell? Ja. Genau. Also wir sind wirklich bald im Mai, sind wir bei einem Jahr, dann haben wir 40, ja, das stimmt. Was? Ich habe gesagt, das stimmt, ja. Aber wenn du es weiter denkst, es gibt ja nur Masternodes. Wie viele Masternodes haben wir gesagt? 15.000 Masternodes wird es maximal geben, gell? Ich glaube, das Doppelte. Okay. Ja. Ja, wurscht. Auf jeden Fall. Vor einer Milliarde 30.000 Masternodes, das sind 300 Millionen Coins, ne? Ja. Und in 5 Jahren haben wir praktisch 2/3 davon. Und die meisten Leute werden einfach die Masternodes behalten. Und wenn man anschaut, was bei Dash Angebot Nachfrage macht und die Verknappung am Markt, weil alle im Masternodes drin sind und den nicht hergeben, ja? Ja. Dann denkt er mal das Angebot-Nachfrage-Spiel ein wenig weiter. Ja, und dann glaube ich, ja, hast du mir bei Dash. Klar, braucht man nicht reden. Ist so. Klar. Ja, ich meine, das Masternode-Konzept von Dash ist etwas vom Genialsten, was jemals immer war. Ich meine, sorry, man darf es auch probieren, man kann es verbessern, man muss nur anwenden. Der, was irgendwo einen Coin rausbringt, der, was die breite Masse akzeptiert, wenn du Anwendung schaffst, gewinnst du, fertig, that's it, it's easy. Das ist alles nicht Raketenwissenschaft da. Ja. Das ist einfach auch wenn es so klingt auf den ersten Drücker, ja, weil es ist alles wirklich. Es ist im Prinzip ganz einfach. Eine Überweisung ist einfacher wie eine SEPA-Überweisung für mich. Ja! SEPA ist viel zu kompliziert und dauert viel zu lang und kostet viel zu viel. Ja. Nein, das ist schon eine lässige Entwicklung. Und wie gesagt, einfach Appell an jeden, der zuhört: dieses Wissen ist es, okay, das dich hier in die Vorteilssituation bringt. Das müsst ihr wissen. Es geht ums Wissen. Es geht nicht um das, wie viel Geld du zur Verfügung hast. Man hat es gesehen, einfach in deinem Portfolio mit 3.000 Euro, Tom, oder hey, was, dann 23.000 draus zu machen in ein paar Monaten durchs richtige Wissen. Das heißt, man kann ja aus dem Wenig sehr viel machen und wenn man sich mit der richtigen Community, ich sage so, entweder geht es zu irgendeiner, entweder lasst den Zug vorbeifahren, Kryptowährungen komplett, ja, Blockchain, deine Entscheidung, kannst du machen. Dann kannst du einfach auf gefährliches Halbwissen vertrauen und kannst in irgendeine Gangsterfirma einsteigen, dein Geld verbrennen, die einen Haufen Schwierigkeiten anziehen und im Endeffekt den Zug trotzdem verpassen. Oder du gehst zu einer Community, die dich sogar mit Tipps versorgt, wo sie selber nichts davon haben, weil ich sage mal, in der Regel verchecken normale Firmen leider ihre eigenen Sachen. Ja? Ich weiß nicht, ob andere Mining- oder möchte gern Mining-Firmen jetzt die letzten Monate auch ihre Mitglieder geschult haben und gesagt haben, hey, außer neben dem, was wir haben, ist das interessant, das wichtig, das sind Grundlagen und das Produkt, das solltest du überhaupt total anschauen. Ja? Und da warst du schon mal im Masternode gehört und so. Na, macht keiner. Ja, wir sind einfach irgendwie a very special club. Ich nenne es deswegen immer gerne einfach dieses digitale Vorsorgeprojekt, oder? Es ist ja wirklich so, hat, ja, wie soll man denn sagen?
Freiheit auf der Blockchain, whatever. Ja, es ist einfach, ja, für Leute, die raus wollen, genau das Ding. Auf jeden Fall, das Wissen vergeben wir weiter. Das Wissen ist bei uns dabei. Wenn du das Wissen haben willst, komm in unseren Club, werde Lizenzpartner bei Avalon Live, komm in unsere Community und lerne die ganzen Vorzüge. Und du kannst eben auch solche Züge wahrnehmen. Du kannst jetzt der große Visionär sein mit uns. Aber es geht nicht darum, uns da blind zu vertrauen. An irgendwie, und jetzt da dein Geld in purer Wiedermeinung zu investieren. Nein, es geht darum, dass du verstehst, was da wichtig ist, so musst du machen. Du musst verstehen, was Bitcoin ist, wie Bitcoin funktioniert. Ist einfach die Urmutter aller Kryptowährungen. War das erste Mal, dass ein Blockchain rausgekommen ist. Wenn du Bitcoin verstanden hast und Blockchain damit, dann schaust du auf den nächsten Aspekt. Dann verstehst du die ganzen Altcoins, die ganzen anderen, also die alternativen Kryptowährungen, die neben Bitcoin existieren, besser. Dann kannst du das Ganze einschätzen. Dann beginnt dein Denken, das Ganze zu verknüpfen und du verstehst Zusammenhänge. Und wenn das gemacht hast, dann ist der nächste Schritt, zu verstehen, die erklären zu lassen, nochmal für uns, was Dash so besonders macht. Und wenn du das dann mit den Kursentwicklungen und den Entwicklungen, was eben in der Infrastruktur und so weiter bewältigt wird, wenn du das anschaust, dann fällt es dir wie Schuppen aus den Haaren oder halt von den Augen, ja, und dir wird klar, shit, das war wirklich absehbar. Das ist jetzt nicht aus der Glaskugel gekommen, das ist einfach absehbar gewesen. Zahlen, Daten, Fakten, Analyse, bam, that's it. Und genau das wird wieder passieren, mit Pura wieder. Wir laden dich ein, einfach die Fakten zu prüfen, nicht jetzt auf unsere Meinung einfach zu vertrauen, aber Leute, ganz im Ernst, jeder, der eh schon bei Avalon dabei ist und der einfach jetzt weint, weil er bei Dash verkackt hat, sorry, Pura wieder Mining, all in, was geht, bumm, ehrlich. Solange der Coin noch nicht gelistet ist, wird sich, hoffe ich, ja, nicht extrem viel mehr Rechenleistung auf dieser Blockchain einstellen. Das heißt, die Ergebnisse bleiben für uns nach wie vor sensationell. Wir reden hier von ganzen Coins am Tag. 100 Megahash bringen mir zurzeit meine 30 Coins im Schnitt am Tag. Boom, sind im Monat 900 Coins. Das ist sexy. Ja? Wenn ich 5 solche Pakete habe, dann sind das von mir als 4000 Coins im Monat. Dann habe ich in 2-3 Monaten mein Masternode benannt und geht dahin. Und ich meine die nächsten 5-4 Jahre trotzdem noch weiter. Das ist das, auf was ich raus will. Diese Masternode-Geschichte wiederholt sich. Es ist keine heiße Luft, man kann es alles überprüfen. Da ist der Blockchain Explorer. Hier haben wir einfach die Zahlen, Daten, Fakten. Ja, und wenn es dann wieder soweit ist, dass das mit Pura Vida, der dann an die Börse kommt und dann da auf einmal der Preis anfängt und so weiter und lässig, dann werden die Nächsten feiern und die Nächsten weinen, weil man wird nie alle Rechte machen. Nur eines ist wichtig. Wenn dieser Zug mit Pura wieder abgefahren ist, dann kann ich euch im Moment einmal auch nicht weiterhelfen. Wir werden zwar von Avalon dann auch noch einmal einen lässigen Kracher auf den Markt schmeißen, aber das ist jetzt einmal eine eigene Liga. Ja, das ist wirklich nochmal eine eigene Liga. Und wenn du das nicht verpassen willst, dann solltest du jetzt einfach auf die Füße stellen und einfach einmal ernsthaft in dem Thema Blockchain auseinandersetzen, ob du das in Eigenregie machst oder ob du das im Endeffekt mit dem Avalonia deines Vertrauens machst. Ja, so. Schau, Simon. Jo. Da hat sicher wer einen Masternode gekauft. Da war ein Gescheiter dabei. Ja, 12.200 Coins, genau. Vor einer Stunde, 3 Transaktionen. Masternode. Super. Ich habe schon wieder von Rumors gehört, die letzte Masternode, die ich kriege, weil ich für 5 Bitcoins weiter kann. Alter. Da ist die Masternode, schau. 10.000! Einig schaut im Block und wir haben ihn schon erwischt. Herzliche Gratulation an den Besitzer und herzliche Gratulation an die Nachkommen dieses schlauen Avalonias oder Menschen, ja, wenn der sein Master noch behaltet und nicht verballert irgendwann. Ja, happy days, happy future. Also Leute, sichert euch ab, nutzt Avalon wirklich als digitales Vorsorgekonzept. Es ist der beste Partner, weil es einfach eine Open-Source-Community ist, die euch darin unterstützt, das Wissen aufzubauen, wie man von dieser ganzen wahnsinnigen Entwicklung profitiert. Ja, und wie wir gesehen haben, das sind nicht Peanuts, um was da geht. Und es geht um das, das Zeug wird in der Regel über die Zeit mehr wert, weil die Stückzahlen ja limitiert sind, die Welt draufkommt, wo wie enorm die Vorteile sind. Wenn man weiß, dass zum Beispiel große Player wie Facebook, wie Apple, wie McDonald's gerade alle Bitcoin testen, um es aufzunehmen in ihr Zahlungsrepertoire, dann weiß man, okay, wenn auf einmal bei Apple macht es zum Beispiel mit Dash auch, ja, wollte ich nochmal so am Rand an. Kommt bald, ja, kommt ja, bald im Flex. Wie viele Leute haben ein Apple-Telefon, wie viele Leute wissen dann auf einmal, hoppala, ich kann jetzt über meine SMS-Funktion Bitcoin oder Dash verschicken. Dann lernen viele Leute das kennen. Wenn Facebook das verwendet und über den Messenger Bitcoin verschicken kann oder Dash,
Hallo, dann lernen viele Leute das kennen. Und das ist das, was passiert, Leute. Ja? Es wird immer mehr Geld in diesen Kryptomarkt reinfließen. Die Preise werden immer weiter steigen. Und meistens kriegst du das Zeug nicht billiger als jetzt. Ja? Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber in Long Term, schau egal welche Kurve von den seriösen, gescheiten Kryptowährungen an. Die zeigen meistens, in welche Richtung? Langfristig nach oben. Ja, also die ganze Entwicklung ist noch sehr jung. Auch wenn jetzt diese Preise schon hoch anmuten und so weiter, ja, lasst euch nicht täuschen, da ist noch lange nicht Schluss. Das Ganze beginnt erst, die ganze Infrastruktur rund um diesen ganzen Sektor und Markt wird erst aufgebaut. Die nächsten 10 Jahre passieren hier wahnsinnig, wahnsinnige Sachen. Und die Leute, was einfach früh dabei waren, ich sage, heute ist noch früh, die werden sich in Zukunft alle 10 Finger abschlecken können. Das sind genau die gleichen Stories wie damals am Anfang des Internets, wo Leute in Facebook, in Google, in Skype, in dubiose Firmen wie Apple, die in der Garage gegründet wurden, investiert haben. Ja, das ist heute wieder so. Dank Blockchain. Ich hoffe, es ist angekommen. Wenn nicht, kann ich leider nicht weiterhelfen. Ja, sorry. Sie sind sicher angekommen. Ja, gut. Und bei denen, was nicht angekommen ist, es könnt so weiter tun, wie es klappt. Ja. Du kannst dein Geld weiterhin gerne auf den Bank tragen. Na, ja, ja, okay. Na, mir ist wichtig, im Endeffekt für jeden Avalonier, der verstanden hat, was Pura Vida ist und selber Masternodes hat und was, hey, denkt einfach echt an die Leute, die in eurem Umfeld euch wichtig sind. Ja, jetzt ist die Zeit, wo jeder einen Tipp geben kann, wo er sich absichern kann. Es ist in Ordnung, wenn sich die Leute dann, wenn der Coin an der Börse gelistet ist, dann von mir ein paar kaufen, ja. Nur wird er teurer sein, als wenn ihn jetzt im Mining herstellt. Das ist halt in der Regel einfach so. Was ist das? Ich spiele mich schon wieder mit den Snapshots. Ich schaue da so gerne rein. Ich schaue da so gerne rein. Die historischen Abschüsse, wo Bitcoin 2013, vor 4 Jahren ungefähr, da bei $113 gegen ist. Hättest du damals welche gekauft? Mir wäre es teuer gewesen. Ja. Klar hat die keine gekauft. Ich hätte es nicht gewusst. Ich habe es einfach nicht gewusst. Und wenn es war mir zu dubios, dann wäre es teuer gewesen. Aber wenn ich heute Dash angeschaut habe und damals Bitcoin und mir das wer erklärt hat, wie das von mir als der Dom gemacht hat und ja, sorry, dann muss man sagen, alles richtig gemacht. Vor 2 Jahren habe ich das angefangen. Geile Preis. Bei mir. Und bei dir auch, gell? Vor zwei Jahren ungefähr haben wir angefangen, uns mit dem zu befassen. Ja, 2 Jahre ist er ungefähr, ja. Ja. Schön. Das ist irre. Davor habe ich noch nie was davon gehört. Davor habe ich noch nie das Wort Bitcoin gehört. Irre. Und das Coolste ist, ich bin das erste Mal darauf angesprochen worden, ein Jahr davor. Also wie gerade der Pump and Dump war. Ja, ich meine, du kannst da Bitcoins kaufen, das ist irgend so ein Pseudo-Nerd-Kryptowährung oder so und ist jetzt gestiegen, da hast urviel Prozent mitnehmen können und jetzt haben sie alle verkauft, jetzt ist es unwichtig. Ja. Also der Person, was mir das damals gesagt hat, die kennt sich heute noch nicht aus. Ich habe es halt dann ein Jahr später dann nochmal davon erfahren, dass es Bitcoin gibt, habe mich mehr und näher damit befasst und es hat einfach Klick gemacht. Ja. Oha. Es hat einfach Klick gemacht. Ich meine, sowas kann man nicht ignorieren. In 10 Jahren wird Blockchain unser ganzes Leben bestimmen. Ja? Alles rund um uns wird mit Blockchain funktionieren. Ja, und mittlerweile macht es die Augen auf. In 10 Jahren ist sowieso, ob du jetzt dabei bist oder nicht. Nur in 10 Jahren sind auch die Kurse, die Werte, was du hast, vielleicht 10 oder 100 Mal so viel. Ja, und die Arbeitsplätze vielleicht 100 Mal so wenig, weil wir 100 Mal so viele Roboter haben, die einfach 100 Mal besser arbeiten als wir. Das sowieso. Weil die warten nicht auf uns, Herst. Also heute positionieren oder morgen weinen, das ist die Frage. Genau. Na gut, Simon. Hey, das war ein extrem cooler Talk mit dir, Tom. Danke vielmals. Können wir gerne wieder machen. Ja, machen wir. Wir hören uns einfach bald. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Wissen rausgepratzt. Ja, es war sicher viel Insider und Fachwissen dabei. Leute, letzter Aufruf, nehmt das ganze Thema ernst, baut euch das Wissen auf, schaut, dass ihr es versteht. Es gibt keine blöden Fragen, außer man stellt sie nicht. Und von dem her einfach Wissen aufbauen, verstehen und Pura Vida meinen, ist mein Tipp. Ich sage danke, Tom, für deine Zeit. Ja, und mehr. Ja, ich hab da einen Bitcoin. Also, Leute, ich wünsche euch was.
Ciao, Peter. Ciao.